Herzlich willkommen zu unserem ersten Video, in dem wir die Versicherungsprodukte für Sie erläutern. Mein Name ist Annika Vollmer, ich bin Sachbearbeiterin im Bereich der Firmenkunden beim Enser Versicherungskontor. Wir sind Versicherungsmakler und spezialisiert auf die Bereiche Firmenkunden und erneuerbare Energien. Aber jetzt genug von uns, heute entführen wir Sie in die Welt der Cyberversicherung. Dass kleine und mittelständische Unternehmen auch Opfer von Cyberangriffen werden können, ist ja mittlerweile den meisten bekannt. Das zeigt aber auch nochmal die Statistik des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft. Hier wurden Firmeninhaber der unterschiedlichen Unternehmensgrößen gefragt, wie diese das Risiko eines Hackerangriffes einschätzen. Wie Sie sehen, ist die Risikoeinschätzung über alle Unternehmensgruppen nahezu einheitlich. In den ersten Studien nach Einführung der Cyberversicherung wurde das Risiko lediglich von den größten Unternehmen in Deutschland wahrgenommen. Fragt man jedoch Inhaber und Geschäftsführer nach dem Risiko des eigenen Unternehmens, einen Angriff zu erleiden, glauben dies die wenigsten. Allerdings unterscheiden Kriminelle nicht nach einem Unternehmen mit 100 Millionen Euro Umsatz oder 300.000 Euro Umsatz. Für Kriminelle sind die Unternehmen reine IP-Adressen. Erst nach dem erfolgten Angriff stellt sich heraus, ob der Angriff erfolgreich war oder nicht. Um es einem Hacker schwieriger zu machen, sollte immer darauf geachtet werden, dass sowohl das Antivirenprogramm als auch das Betriebssystem auf dem aktuellen Stand sind. Die Softwareproduzenten schließen mit neuen Updates regelmäßig bereits bekannte Lücken. Zum Schutz ihrer eigenen Daten sollten sie mindestens zweimal die Woche die Datensicherung erstellen, falls im Falle eines Angriffes die Daten wiederhergestellt werden müssen. Neben diesen technischen Vorkehrungen gibt es immer noch den Risikofaktor Mensch. Deshalb sollten die Mitarbeiter sensibilisiert und ein Notfallplan erstellt werden, damit im Schadenfall auch schnell und richtig gehandelt werden kann. Zudem ist die Abstimmung mit dem IT-Dienstleister sehr wichtig. Einen hundertprozentigen Schutz gibt es allerdings nicht. Die Hacker entwickeln ihre Software und auch die Arten der Cyberangriffe immer weiter. Auch ein geschulter Mitarbeiter begeht Fehler. Das zeigt auch unser Beispiel unseres fiktiven Kunden, Herrn Schulze. Herr Schulze ist Dachdecker und hat 6 handwerklich tätige Angestellte und einen Mitarbeiter für die Buchhaltung und Bürotätigkeiten. Im Jahr generiert er mit seinem Betrieb einen Umsatz von 700.000 Euro. Er ist IT-seitig super aufgestellt. Das IT-Netzwerk besitzt einen kleinen Server und ist mit dem aktuellen Antivirenprogramm und einem Betriebssystem ausgestattet, sodass Bürotätigkeiten und Homeoffice in diesem Bereich möglich sind. Der Arbeitsablauf ist voll digitalisiert. Die Arbeitsaufträge werden den Mitarbeitern auf die Smartphones weitergeleitet. Alles läuft rund bis zu dem Tag, an dem die Bürokraft einen Mailanhang, einen vermeintlichen Kostenvoranschlag, einer gut gefälschten Mail eines vermeintlichen Geschäftspartners öffnet. Aber hören Sie selbst, was Herr Schulze im Gespräch mit unserem Mitarbeiter erklärt. Ihr Mitarbeiter hat also den Anhang geöffnet. Was ist denn danach passiert? Ja, der Kostenvoranschlag, den mein Mitarbeiter bekommen hatte, der gab weder inhaltlich für ihn Sinn, noch konnte er damit das einem Kunden oder einem Vorgang zuordnen. Ja. Er wollte mich darauf dann ansprechen. An dem Tag war ich nicht im Hause, erst am nächsten Tag wieder. Er hat das dann erst zugemacht und sich dann um andere Sachen gekümmert. Am nächsten Morgen, wo er im Büro war, hat er eine E-Mail im Posteingang, die hat er aufgemacht. Und da stand drin, dass wir gehackt worden wären und dass alle Kunden- und Bankdaten im Darknet veröffentlicht werden, wenn wir nicht Kryptowährung auf ein virtuelles Konto einzahlen. Mein Mitarbeiter war natürlich total erschrocken. Bildschirme wurden dann auch auf einmal alles schwarz. Das hatte ich auch gemerkt. Ich war auch im Büro. Er kam dann sofort zu mir. Wir sind dann sofort zum Server. Wir haben erstmal alle Internetverbindungen, Telefonverbindungen und so weiter alles gekappt und den Server runtergefahren und waren natürlich mächtig erschrocken. Und dann habe ich den Server mal wieder gestartet, um zu gucken, was passiert. Offline natürlich. Das Einzige, was man dann sehen konnte, das war halt ein Screen, wo der Angreifer sein Logo hinterlegt hatte und wo die Forderung dann nochmal präzisiert war, innerhalb von 2 Wochen Bitcoin auf ein virtuelles Konto zu überweisen. Das ist eine nachvollziehbare Reaktion, aber in dieser Situation leider das völlig Falsche. Lassen Sie im Falle des Falles alles stehen und liegen und verändern Sie nichts. Wenn man in dieser Situation den PC oder den Server herunterfährt, wird der Arbeitsspeicher gelöscht und kann nicht mehr ausgelesen werden. Deshalb niemals ohne Rücksprache mit dem eigenen IT-Dienstleister Handlungen am System vornehmen. Lassen Sie lieber Profis ans Werk und kontaktieren Sie Ihren IT-Dienstleister. Und hier beginnt bereits der mögliche Schutz einer Cyberversicherung. Haben Sie bereits einen Vertrag abgeschlossen,
können Sie direkt die Sofort-Hotline des Versicherers anrufen und bekommen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche die Hilfe, die Sie benötigen. Aber wie ging es im Falle unseres Dachdeckers dann weiter? Hatten Sie denn einen Dienstleister zu Hilfe? Ja, wir haben unsere IT-Firma natürlich angerufen, dass die sich das angucken und uns dann schnellstmöglich wieder in Arbeitsmodus versetzen. Denn es ging ja gar nichts mehr. Wir konnten unseren E-Mail-Verkehr nicht mehr einsehen, wir konnten keine Einsatzplanung schreiben, keine Materialbestellung, wir konnten keine Aufträge, Rechnungen, Kostenvoranschläge erstellen, es ging gar nichts mehr. Und dann ist mir noch eingefallen, dass das ja auch ein Datenschutzverstoß ist, den man melden muss. Ja, ist völlig richtig. Sie müssen innerhalb von 72 Stunden den Vorfall bei der Datenschutzbehörde anzeigen. Hat das denn geklappt bei Ihnen? Also ganz ehrlich gesagt, ich habe das nicht selber gemacht. Ich war in dem Moment war ich völlig überfordert und überschlagen, wusste gar nicht mehr, wo mir der Kopf stand. Mhm. Ich habe meine IT-Firma angesprochen, der hat mir einen Datenschutzbeauftragten empfohlen, einen externen, den haben wir angesprochen, der ist auch sofort rausgekommen. Er hat natürlich richtig teuer abgerechnet, auf Stundenlohnbasis, für ihn Notfalleinsatz in dem Falle dann auch. Der hat den Verstoß gemeldet und auch mal so erläutert, was so an Ansprüchen und Bußgeldern auf uns zukommen kann. Ich habe dann natürlich auch noch Anzeige gegen Unbekannt erstattet, was wohl erkennbar war, dass der Angreifer ja, im Prinzip aus Russland kam. Leider sind die Chancen sehr gering, da meistens Hinweise auf die Täter fehlen. Hat man jedoch eine Cyberversicherung abgeschlossen, erhält man Unterstützung bei der Meldung an die Datenschutzbehörde und auch bei der weiteren Strafverfolgung. Aber schauen wir uns diese Unterstützung noch einmal etwas genauer an. Die zur Verfügung gestellten IT-Forensiker und IT-Dienstleister sichern zunächst alle relevanten Daten zur weiteren Strafverfolgung. Danach beginnen sie mit der Ursachenbekämpfung. Das bedeutet, die Schnittstellen zu überprüfen, durch die der Angreifer auf den Server zugreifen kann und welche Rechte der Angreifer am System besitzt. Danach werden die Datenabflüsse geprüft und wenn notwendig und möglich, werden die abhandengekommenen Daten wiederhergestellt. Zudem wird die Hardware auf mögliche Beschädigungen überprüft. Ebenfalls stellt der Cyberversicherer den Kontakt zu einer auf Cyberangriffe und Datenschutzverletzung spezialisierte Anwaltskanzlei her. Diese übernehmen dann die Meldungen des Datenschutzvorfalls, die weitere Strafverfolgung sowie die notwendigen Absprachen mit der Staatsanwaltschaft. Gegebenenfalls werden, sofern der Täter ermittelt werden konnte, eigene Schadensersatzansprüche gegenüber dem Täter geltend gemacht. Zudem wird auch die Bearbeitung der Schadensersatzansprüche von Dritten, also ihren Kunden oder Lieferanten, an ihr Unternehmen bearbeitet. Diese Leistungen sind in der Cyberversicherung beitragsfrei enthalten, denn ohne diese, zeigt auch unser Dachdeckerbeispiel, kann es schnell sehr teuer werden. Die genauen Kosten schauen wir uns gleich noch einmal gemeinsam an, aber zunächst kommen wir zu der genauen Absicherung in der Cyberversicherung. Der erste Baustein betrifft die Serviceleistung. Wie bereits erwähnt, werden IT-Forensiker und Anwaltskanzleien vermittelt. Da es in unserem Beispiel zu einer Nichterreichbarkeit des Betriebes und demzufolge zu Kundenbeschwerden gekommen ist, ist auch ein spezielles Krisen- und PR-Management enorm wichtig, um drohende Imageverluste abzufangen und bei den Kunden das Vertrauen wiederzugewinnen. Auch hier werden ihnen Experten zur Seite gestellt. Der zweite Baustein betrifft die Schäden des Eigenunternehmens, also ihre Eigenschäden. Hierunter fallen alle Kosten zur Wiederherstellung des Betriebsalltages, wie zum Beispiel das Wiederherstellen und Neueinspielen von Daten, ihren Ertragsausfall, mehr Kosten zur provisorischen Aufrechterhaltung ihres Betriebes. Der dritte Baustein betrifft die Schäden, die dritten Personen, also ihren Kunden und Lieferanten, durch den Cyberangriff entstehen, wie zum Beispiel das Abhandenkommen ihrer Daten. Hier geht es jedoch nicht allein um die Befriedigung der Ansprüche, sondern auch um die Ablehnung unberechtigter Ansprüche. Hören wir nun rein, wie es weiterging. Wie lange hat es gedauert, bis Sie wieder normal arbeiten konnten? Das hat circa 10 bis 12 Tage gedauert und auch danach ist es schon so gewesen, dass wir natürlich nicht von jetzt auf gleich wieder voll arbeiten konnten. Das hat schon eine Weile gedauert, bis alles wieder halbwegs so lief wie vorher. Die IT-Firma konnte auch keine Daten retten in dem Sinne. Sie musste die Datensicherung von vor 2 Wochen einspielen, das heißt, sie mussten den Zeitraum dazwischen nacharbeiten. Die Festplatten sind alle getauscht worden, was natürlich schon mal ein gewisser Kostenfaktor ist, sicherheitshalber. Und ich habe natürlich auch Druck gemacht, dass die IT-Firma uns zügig wieder ans Arbeiten bringt. Das heißt, wir haben auch an Wochenenden gearbeitet, da sind auch Wochenendzuschläge fällig geworden. Und dann wissen wir jetzt auch immer noch nicht, was
Anforderungen der Staatsanwaltschaft auf uns zukommt oder der Datenschutzbehörde an Bußgeldern. Wir haben den Datenschutzverstoß zwar rechtzeitig angezeigt, aber es ist ja kein Lösegeld gezahlt worden. Wir wissen ja nicht, ob die Daten jetzt tatsächlich dann im Darknet veröffentlicht worden sind oder noch werden. Das ist alles ein großer Albtraum. Ja. Dann schauen wir uns jetzt einmal an, welche Kosten unserem Dachdecker tatsächlich entstanden sind. Unserem Dachdecker ist ein Schaden von 22.600 Euro entstanden. Allein die Kosten für die Dienstleister, also den Forensiker und den Datenschutzbeauftragten, belaufen sich auf 19.000 Euro. Die Schäden an der Hardware und die Ansprüche von Dritten ist im Vergleich zu dieser Summe eher zu vernachlässigen. Und das ist noch nicht einmal eine hohe Schadenssumme. Durchschnittlich verursachen Cyberangriffe auf kleine und mittelständische Unternehmen Kosten in Höhe von ca. 22.000 Euro. Bei mittelständischen Unternehmen liegt dieser Betrag sogar bei ca. 45.000 Euro. Diese Kosten hätte Herr Schulz über die Cyberversicherung absichern können. Weitaus wichtiger als die Erstattung der Kosten ist aus unserer Sicht die Bereitstellung der Experten im Bereich Cybercrime. Zum Schluss sei noch einmal gesagt, dass die Cyberversicherung nicht vor einem Angriff schützt und auch keine wirksame Firewall ersetzt, aber sie hilft zur Schadenminderung und gibt Ihnen die Unterstützung, die Sie im Schadenfall brauchen. Wenn Sie also Interesse an einer Cyberversicherung haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir beraten Sie gerne, denn eine Cyberversicherung muss individuell auf Ihr Unternehmen abgestimmt werden. Am Markt gibt es dazu viel zu viele unterschiedliche Produkte und viel zu viele Kleinigkeiten, die beachtet werden müssen. Also melden Sie sich gerne bei uns.